Schneebedeckte Straßen im Märkischen Kreis. Ein seltenes Bild in diesem Winter und die Polizei bescheinigte den Verkehrsteilnehmern durchweg gutes Verhalten. Allerdings kam es am Abend und in der Nacht zu einigen witterungsbedingten Unfällen im südlichen Märkischen Kreis. In Kirspe war am Sonntagabend ein 22-jähriger Pkw-Fahrer von der Straße in einen Vorgarten und schließlich gegen eine Hauswand gerutscht, nachdem er in größerem Abstand an einem stehenden Rettungswagen vorbeifahren wollte. Er hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Die Sauerlandlinie glich heute früh in Fahrtrichtung Frankfurt einer Geisterautobahn. Gegen 5.15 Uhr wurde sie von der Autobahnpolizei für eineinhalb Stunden voll gesperrt. Zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid Süd war es zu zwei voneinander unabhängigen Unfällen auf schneeglatter Fahrbahn gekommen, bei denen ein Pkw-Fahrer aus Hessen leicht verletzt wurde. Zuerst musste die Unfallstelle geräumt werden, bevor der Verkehr wieder freigegeben wurde.